Hallo und herzlich willkommen zu Ihren SAK-TV-Nachrichten heute mit diesen Themen. Branchendatenreport des IFO-Instituts, Akzeptanzschwäche beim Energieeffizienzlabel, Kicken mit Judo und frischer Wind im Ausbildungsjahr 2018. Steigende Umsatz- und Beschäftigungszahlen, die kennzeichnen nach der jüngsten Studie des IFO-Instituts auch 2017 einen ganzen Wirtschaftszweig, die Haus- und Gebäudetechnik. Initialisiert wurde die Untersuchung durch die ISH Water Energy Life, die VDS, den BDH und das VDZ. In den Bereichen Sanitär, Heizung, Lüftung und Klima erwirtschaftete der Sektor Haus- und Gebäudetechnik im letzten Jahr einen Umsatzplus von 3,2% gegenüber 2016, so das Ergebnis der Studie. Damit übertrifft das Branchenfeld die Vorjahresmarke um weitere 1,76 Milliarden Euro und beendet das Geschäftsjahr 2017 mit einem kumulierten Umsatz von 57 Milliarden Euro. Das Energieeffizienzlabel. Auch knapp 3 Jahre nach der europaweiten Einführung kommt das Verbundanlagenlabel nur langsam im Markt an. Dieses Fazit zieht das Konsortium des nun endenden Projekts Label Pack A+, das die Einführung des Labels für Heizungen, Warmwasserbereiter und Kombinationen in 6 europäische Länder erleichtern soll. Bisher werde das Label noch nicht in dem Maße nachgefragt, wie ursprünglich erwartet. Es ist sicher, so Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband Solarwirtschaft, dass ein neues Label Zeit benötige, sich am Markt zu etablieren. Bisher überwiege für Industrie und Handwerk aber eindeutig der Aufwand. Judo will den Nachwuchs unterstützen und zwar nicht nur den in der Branche, sondern auch den auf dem Rasen. Gemeinsam mit unserem Fachhandwerk sponsern wir ausgesuchte Fußballmannschaften mit kompletten Trikotsätzen. Hier ist es so, dass nicht nur Firma Judo abgebildet ist, sondern auch der Fachhandwerksbetrieb mit seinem Logo und auch der ausgesuchte Fußballverein. Weitere Einzelheiten dieses kostenlosen Sponsorings erfragen Sie bitte bei unserem Außendienst. Und wir bleiben beim Nachwuchs Anfang August. Damit ist jetzt der Startschuss für die neuen Azubis im SHK-Handwerk im Ausbildungsjahr 2018 gefallen. Eine spannende Zeit, nicht nur für die Neulinge in der Branche, auch für die Betriebe, die ja, wie allgemein bekannt, nach wie vor mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen haben. Da freut sich System Air natürlich besonders über eine Auszeichnung. Dem Unternehmen ist gerade ein insgesamt überdurchschnittliches Ausbildungsniveau bescheinigt worden, und zwar die Dualis-Zertifizierung. Ziel der Zertifizierung ist unter anderem die Überprüfung und Verbesserung der Ausbildungsabläufe. Attraktiv für die Azubis hier ist sicher auch ein Austauschprogramm, das System Air mit der Muttergesellschaft in Schweden anbietet. Bei der Suche nach Nachwuchs setzt manch ein Betrieb inzwischen aber auch auf die Integration von Flüchtlingen, wie etwa die Firma John in Ludwigsfelde. Hier hat Patrick aus Kamerun seine Ausbildung begonnen. Wirklich ein Zufall, also ein befreundeter privater Arbeitsvermittler hat mich angerufen und hat gefragt, er hätte jemanden da, der einen Praktikumsplatz sucht und will den gerne unterstützen. Und so sind wir eigentlich zusammengekommen. Ich wollte eigentlich erst gar nicht, weil ich so ein bisschen Angst hatte, gerade was die sprachliche Barriere ist. Ja, ob diese Angst begründet war oder ob Patrick sich in seinem neuen Job gut integrieren konnte, das erfahren Sie hier am kommenden Dienstag in unserer SAK-TV-Reportage. Bis dahin können Sie gerne auch noch mal einen Blick auf unsere Homepage werfen. Morgen gibt es da wieder ein neues Produkt im Blickpunkt. Ansonsten bis nächste Woche.